nachdem ich ja so einen derben Ausraster gekriegt habe. Nein. Ich will einfach nur gibt's irgendwie mal so. Duken. How can I duke me, please? Yeah. Aha. B, ich kann mich duken, ich kann schleichen. Niemand sieht mich, ich bin der Oberschleicher. Niemand ahnt, dass ich hier bin. Endlich schaffe ich das, wozu ich hier bin, nämlich auf den Turm zu gehen. Was bist denn du für ein Hessen? Ist das ein Storch? Storche fliegen ja da, ne? Ist das ein Storch? Aber der macht so komische Geräusche. Ist das ein Storch? Nee, es ist doch kein Storch. Irgendwie ein Wasserreiher oder sowas, oder? Ich sollte hängen. Mich hier nicht erwischen lassen. I'm so sorry. Es tut mir leid. So sorry. Ist ja nur digital 091. Das ist ja nichts Lebendiges. Es dürfen auch keine Menschen abschaffen. Ne? Das ist uns alles klar. In real life leben wir so nicht. Es sei denn, wir müssen uns verteidigen. Aber was ganz anderes. Oder sonst sind wir friedvoll, liebevoll, haben Verständnis füreinander. Dafür ist ja die menschliche Rasse bekannt. Oder so ähnlich. Jedenfalls, ja, peace, peace forever, for all, and for you too. Kann mir mal einer sagen, warum er so lange braucht, um da hoch zu laufen. Wir dürfen was plündern und jetzt endlich, endlich, unsere erste Synchronisation. Schreit. Im Wind, im Wüstenwind. Der Steinkreis. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Okay. Aber zeigt er mir jetzt den Stein. Ich wollte doch eigentlich mir die. Ich muss ins Lager. Ich muss sie töten. Weil da ist ja vom Schmied alles drinne. Das war's. Stirb! Mist! Es gibt Ärger! Dafür schlag ich dich tot! Nein! Geh aus! Alter! Ich komm da nicht raus! Warum treffe ich jetzt nicht? Ich einmal und guck mal, wie der Große plötzlich so schnell ist. Ja, so war gut. Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, aber jetzt komme ich. Das war gut, aber das war nicht gut. Schon der sechste oder siebte Tod? Geh den Weg frei. Alter, so kann es nicht weitergehen, oder? Den meuchle ich jetzt erstmal. Jawohl. Den haben wir jetzt gemeuchelt. Den meuchle ich auch. Jawohl. Den haben wir auch gemeuchelt. Kriege ich Waffen oder irgendwas? Ne. Meucheln wir den nächsten auf euch. Da oben ist ein Wächter. Oh, da kämpfen welche. Nee. Also den muss ich wohl töten da. Verdammt, was? Du kannst nicht fliehen. Ich will ja auch nicht fliehen. Aber du kriegst mich hier. Oh. Verballer nicht alle Pfeile, verflucht. Schon erschöpft? Nö. Ich geh nicht. Oh, er kommt. Da bist du! Bist du schon erschöpft? Oh, schnell, 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 schnell! Ja, noch ein!
Nein, nicht ducken mehr. Nicht ducken mehr. Und nimm doch mal die Fokustaste weg. Nimm doch die Fokustaste weg. Und jetzt komm ich. Wenn ich die richtige Tastenfunktion gefunden hätte. Zumindest wäre ich... Nein, ich... Er mit seinen drei Schlägen, das ist doch voll unfair, Alter. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Das ist doch voll unfair. Er kann immer drei Schläge und kann immer noch laufen. Er kann immer noch laufen. Das kannst du. Verdammt, wir müssen aufholen. Komm hoch. Wer? Ja. Wer hat wen? Komm. Komm hoch, Digga. Komm hoch. Komm hoch. Komm, wieso? Wieso trifft er mich da? Ey, wie unfair ist denn das? Es ist... Leck mich. Ehrlich. Leck mich. Yalla, yalla. Yalla, yalla. Ich hätte gleich yalla, yalla, du. Was? Du kannst nicht fliehen. Hey. Hey. Stirb, du Sau. Halt. Wieso ist der so wahnsinnig schnell? So ein Riesenmordskerl. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der so schnell ist? Verflucht nochmal. Oh ja. Ist klar. Oh. Gehst du weg? Jetzt habe ich ihn aber. Jetzt habe ich ihn aber. Reicht uns ihn bald. Ja, das ist für meinen Freund. Endlich. Jetzt kommt langsam die Übung rein ins Spiel. Was? Hey. Weißt Bescheid? Ich mag das mit dem Bogen. Echt, Bogenspiele mag ich. Deswegen mochte ich aus Skyrim, da war ich reiner Bogenspieler. Schwert und so war nicht so mein Ding. Bogen. Das ist alles. Schon immer. Benibir wird sich freuen, das zu hören. Gut, das haben wir alles. Pfeile habe ich trotzdem nur begrenzt. Ich sehe natürlich jetzt, weil ich keinen Hut habe. Also keinen Hut oder wie das auch immer heißt. Weil ich das nicht habe, sehe ich natürlich jetzt nicht, wie viele Pfeile ich habe. 2, 3, 1, 0. Was sind die Pfeile? Was ist das? Woher weißt du, dass ich sein Feind bin? Oder ist er jetzt nur mein Feind? Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Na dann. Hey, was? Ich bin wegfrei! Was? Du hättest nicht herkommen sollen! Hi. Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Nimm das Fokus. Nimm Fokus raus. Nimm den Fokus raus. Nachher schlag ich dich tot. Oh, er konnte mich wieder treffen, glaube ich. Komischerweise. Er braucht so lange, bevor er wieder im normalen Gesundheitsstadium ist. Bisschen sehr lange, finde ich. Was? Nein! Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Fuck you! Scheiß! Fuck!
Bei den Göttern Amun und Isis. Bayek ist zurück in Siva. Wo ist die Statue? Ich will die kaputt hauen. Einfach nur aus. Einfach Lust darauf habe, um mich zu anpassen. Bayek, wie ist das gelaufen? Das willst du nicht wissen. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Hm. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Was? Untersuchen. Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Die Lanze. Dieser Speer ist scharf und lang. Vielen Dank, mein Freund. Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Die Lanze auswählen? Ach so, oder ich muss eine andere Waffe dafür liegen lassen, ne? Das will ich aber gar nicht. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas ist mit mir passiert. Synchronisation. Seht, was aus jenen wird, die Mishunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge. Ach, Hemmeo, noch lange nicht leisten. So. Er würde mir jetzt Waffen machen, aber die kosten Geld. So viel Geld habe ich ja nicht. Oh, ab und zu gibt es doch einen leichten Frame-Einbruch. Pferd kann ich mir auch noch nicht leisten. Das kann ich auch nicht. Dann nehmen wir natürlich die Quest. Aufrüsten. Stelle einen Brustschutz her. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Okay, gehen wir auf die Jagd. Wenn du mir zeigst, wo ich jagen darf. Bayek, sei vorsichtig! Siva ist ein gefährliches Pflaster geworden. Wo darf ich jagen? Wo darf ich jagen? Was ist das? Sperrgebiet. Wo darf ich jagen, Mister? Habe ich wieder alle Bilder da? Ich will auch von anderen die Bilder nicht sehen, Spiel. Ich will sie nicht sehen. Ich mache keine und ich will keine anderen sehen. Geht das irgendwie? Aber worum geht's da? Schnellreise ist mir klar, aber wo bin ich denn da? Ach, da bin ich da, wo ich war. Da wäre der nächste Turm zu schauen, genau. Und da ist, da war ich auch schon. Siva, ja, der Anfang der City. Da, oh, was ist das für eine Klippe? Oh, das muss ziemlich weit oben sein. Zu Hause. Schatz plündern, na, dann gehen wir nach Hause. Ein paar Schätze brauchen wir noch. Wow. Darf man zu Hause. Wieso wendet der so schlecht auf einmal? Was war das denn jetzt? Ach, der läuft jetzt von alleine, stimmt. Es gibt ja so die Möglichkeit, Straße folgen. Da kannst du alles beobachten und das Kamel läuft einfach die Straße. Das war sein Zuhause, Jungs. Da war es ein bisschen emotionaler, ruhiger und stiller. Ja. Ja, hier hängen schlimme Erinnerungen. Schlimme Erinnerungen. Aber ich komme auch nirgendwo rein, oder? Oder muss ich da irgendwas zerstören? Kann ich die Tür zerstören? Oh, ich kann. Oh, Spinnenweben. Da ist sicherlich der Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. Dilit. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Jetzt wird's emotional. Papo, du hast es. Krieg ich es zurück? Jetzt kommen die Emotionen hoch.
Okay. Also ich habe das jetzt alles so gelassen, wie es ist, auch meine schlechten Emotionen am Anfang des Spiels und auch teilweise jetzt noch, weil ich mag dieses Spiel. Assassin's Creed von der ersten Reihe an gespielt, ich habe aber nicht alle gezockt. Fast alle, aber nicht alle. Und habe natürlich so viel auf das Spiel gesetzt und dann geht das mit der Steuerung so... Kämpfe, tot, so schnell war ich noch nie. Assassin's Creed so schnell tot. Und so oft. Okay, passt schon. So, keine Emotionen. Jetzt will ich natürlich versuchen, Inventar. Oder ist das Ausrüstung? Ach, so viele Pfeile habe ich doch. Kriegspfeile? Leichte Pfeile? Jagdpfeile? Wie? Wie darf ich das jetzt verstehen? Die kann ich mir selber machen, oder habe ich die? Die habe ich scheinbar. Leichte Pfeile, Jagdpfeile, Kriegspfeile. Herstellung. Anheften. Benötigte Materialien. Lösen. Mein Mund. So, was habe ich für Pfeile jetzt? Mit welchen schieße ich denn jetzt? Ja, leichte Bögen. Zwei Stück. Qualität aber 9. Na dann. So, dann hätten wir... Was denn da, Alter? Pilum, seltener Speer. Ach so, verschlossen. Unbewaffnet. Okay, na, was ist? Wird beim Kauf der Waffenträgerfähigkeit frei. Ach so. Wird beim Kauf der Hiss... Okay. Brustschutz erhöht, müssen wir es lernen. I know it. So, dann zeig mir doch bitte. Ja, Quest. Das wissen wir alles. A, verfolgen. Das wissen wir alles, aber wo, oh, es wird Nacht, glaube ich. Wo, bitte, wo? Er zeigt mir nichts an und das macht mich, oh, Entschuldigung. Das macht mich schon wieder kirre. Er zeigt mir nicht an. Hier muss er hin. Ey, du Dummi. Nebenquest versprechen. Die Heilerin. Tisch mit Information. Versteck, was auch immer für ein Versteck. Leute, die Heilerin. Bayeks Versprechen, was für ein Versprechen. Zu Hause. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, in der Hoffnung, dass wir da was freischalten, was wir dann sehen können. Also die Grafik ist schon... hat sich verbessert. Ist das nur ein Storch oder ist ein Kran? Oder sowas in der Art. Ich weiß nicht. Bin schon wieder müde, ist ja auch kein Wunder. Was bist du? Ey, wer bist du? Ey, wer bist denn du? Hast du gehört? Hat er gerade gesagt. Wer bist du? Wer bist denn du, Alter? Was für ein Hosensack bist denn du? Du sag mal. Bayek, warst du bei Benipe? Ja, ich hab ihm sein Werkzeug wieder beschafft. Ah, du bereitest dich vor, verstehe. Sehr gut, Senny. Wenn du Gelegenheit hast, dann sieh auf meinen Tisch. Einige Einwohner brauchen Hilfe. Theremun. Er würde nicht aufgeben. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Ach genau, hier ist das sogar bei dem anderen Typen zu Hause. Da hätte ich da vorhin auch schon gut gehen können.
Die Löcher sind natürlich extra deswegen für mich da gemacht worden, ist eh klar. Für Dummies. Für Dummies wie mich. Und dann synchronisieren wir wieder, um ein bisschen Land freizuschalten. Also ich war der Meinung, irgendjemand hat gesagt, du kannst von Anfang an, oder war das ein anderes Spiel? Oder war das Red Dead Redemption 2? Ich war der Meinung, irgendjemand hat ja gesagt, du kannst von Anfang an überall hin, wo du willst. War das nicht in dem Spiel? Gut. Weil es gab ja immer diese Zonen, wo ich nicht hin durfte, Sperrzone. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das immer noch so ist. Aber ich bin jetzt auch nicht sicher. Ich bin hier nicht sicher. Ich bin aber müde. Sicher bin ich nicht. Ich will jagen eigentlich und er zeigt mir nicht an, wo ich jagen kann. Verflucht nochmal. Nö, finde doch selber, du Sack. Finde doch selber, du, dann gehe ich doch erstmal hin. Ich will, hört auf, diese Werbung hier. Ich krieg die Krise, Alter. Ich will, Leute, ich will dahin und hört auf mit eurer Scheißwerbung, wirklich. Für das Spiel bezahlt und da will ich jetzt von euch, für euren Season Pass, nix so. Keine Werbung mehr. Wenn das Spiel mir immer noch am Ende gefallen hat, dann werde ich mir schon einholen. Obwohl ich die Preise manchmal verdammt hoch finde. Für das, was du teilweise dann auch noch kriegst. Dreck, Müll. Im Grunde genommen hast du für ein komplettes Spiel 80 bis 100 Euro dann bezahlt. Und darauf läuft es ja eigentlich nur hinaus. Und weil es zu viele Deppen gibt, die von Anfang an so, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Da krieg ich ja voll. Was war das? Stirb, du Sau! Wie konnte er... Ich blitze ich auf! Das will ich sehen, Alter. Der hier den aufschlägt. Sehen. So, ich muss hier hin. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Uns überrumpelt heute nichts. Musste ich denn hier hin? Fragezeichen? Eigentlich nicht. Ach, das war das Fragezeichen. Super. Dann gehen wir doch bitte zum nächsten Fragezeichen, bevor wir wieder hier vom dicken Hauptmann niedergemetzelt. Ist das ein fremdes Kamel? Oh. Okay. Oder ist das mein Kamel? Bist du meins? Ganz ehrlich, ich mir doch... Wow. Ich mir doch Jans Wurstel. Was ist da los? Warte. Was ist da los? Hey, was? Ach, so ein Bogen bist du. Ich brauche nur zielen, hinhalten und dann schießt er drei Pfeile ganz schnell weg. Okay, die Waffe gefällt mir. Die noch ein bisschen stärker und ein bisschen größer. Die bin zufrieden. Das ist voll die Cheating-Bogen ist da. Das ist voll der Cheating-Bogen. Denk immer die ganze Zeit, was macht er denn da? Wieso verliere ich jetzt so viele Pfeile für nichts? Das ist einfach nur zielen, halten, Finger gehalten lassen auf den... Rechts unten RT oder was auch immer das ist, also rechter Trigger. Und wie Maschinengewehr. 10 Pfeile. Oh. Die Amanai-Höhle.
Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Amun, steh mir bei. Ich wollte eigentlich da hoch, ne? Jetzt muss ich... Oh. Gut, das ist aber das Letzte, was ich mache, bevor Cat? Ich wieder eine Pause mache. Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder in diesem Teil von Siva bezieht von dort sein Wasser. So. Ich muss